Hallo und herzlich willkommen. Ich bin PayToLoos und begrüße euch zu meinem Video. Wir setzen diesmal sozusagen unseren Kampf der Starterdecks fort und diesmal gibt es Grün gegen Lila. Ich weiß selbst, das Ganze ist verhältnismäßig etwas spät, aber ich musste halt nach ein paar Alternativen suchen, wie ich die Videos machen kann. Hab dafür auch für die Videos selber ein neues Mikrofon mir zugelegt, beziehungsweise wir uns zugelegt, warum man das sagen soll. Und die gute Nachricht ist, dass es damit auf jeden Fall deutlich einfacher geht und dass eine angenehmere Art ist, die Videos aufzunehmen. Und eine weitere gute Nachricht, wir haben hier zwei gute Spiele oder zwei für Starterdecks gute Spiele hinbekommen, wo man halt die Starterdecks wirklich in Aktion sieht, die einzelnen Digimon, was auch einfach super ist. Dem entgegen steht natürlich auch eine schlechte Nachricht, und zwar, dass das eine Mikrofon falsch angeschlossen war und man es dementsprechend den Sound etwas schlechter hört. Normalerweise sind das Ganze zwei Mikrofonköpfe. Der eine von meiner Frau war nicht angeschlossen bzw. falsch angeschlossen, weswegen ihr Ton auch über mein Mikrofon aufgenommen wurde. Das Ganze hat zur Folge, dass man sie manchmal nicht ganz so gut versteht. Ich denke aber, es geht. Aber dafür, dass sie mir quasi gegenüber saß und man sie trotzdem noch so gut hört, zeigt mir, dass das Mikrofon auf jeden Fall gut ist, was ja auch schon mal gut ist. Nichtsdestotrotz ist es halt für dieses Video etwas doof gelaufen, das sind aber gute Spiele. Deswegen behalten wir das Ganze so. Und für das nächste Video haben wir auf jeden Fall das Mikrofon richtig eingestellt. Und da wird der Sound auch dementsprechend nochmal besser. Erst gibt es wieder die zwei Matches, danach am Ende mein Fazit. Und wie immer, wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir gerne einen Kommentar oder auch ein Like da. Oder auch gerne ein Abo, wenn ihr in Zukunft mehr sehen möchtet. Und ich würde sagen, wir beginnen mit Match Nummer 1. Ich beginne. Mortimon und spiele für 2 ein Easy. Alles klar, ich ziehe. Ich hätte ein Parabolin. Digivolve auf Gabumon für 0 und ziehe eine Karte. Digivolve für 2 auf Yokumon, ziehe eine Karte. Und ich spiele ein Demidelumen für 2. Ziehe. Digitiere für 1 auf Floramon. Ziehe. Für 1 auf Kaputerimon. Ziehe. Und für 3 auf Mega Kaputerimon. Ziehe. Greife ich meinen Demidelumon beim Security-Set an. Dendromon 2000. Digivolve noch auf Darumon für 2. Ziehe eine Karte. Und dann spiele ich noch einen Drakmon für 3. Der Effekt bringt mir nichts, weil mein Trash nicht leer ist. Ziehe. Razor. Mega Kaputerimon greift dann Garurumon an. Ja, ist kaputt. Für 2 spiele ich noch einen Izzy. Und für 4 digitiere ich auf Herkules Kaputerimon. Zieh. Digivolve auf Gabumon für 0. Digivolve auf Virigarurumon für 3. Ziehe eine Karte. Und Digivolve für 4 auf Crestarurumon. Ziehe eine Karte. Und du bist. Anzuspende. Ziehe. Entscheiden Mortimon. Mortimon wird zu einem Palmer. Ziehe. Für 2 spiele ich noch einen Izzy. Herkules Kabuterimons Digiburst. Ich trashe die beiden Digivolution Sources, um den folgenden Effekt auszuführen. Ich kann eins der Gegner Stigimons suspenden. Ich suspende deinen Kreskarumon.
Nutze ein Izzy, wenn ein gegnerisches Digimon suspended wird, kann ich ihn suspenden, um einen Memory zu kriegen. Dann greife ich dein Kreskarurumon an durch Mortimon. Wenn mein Digimon Level 6 ist oder höher, bekommt das plus 1000 in meiner Runde. Dementsprechend habe ich 13.000. Ja, da ist mein Kreskarurumon besiegt. Und ja, Pavumon aktiviert sich on deletion, trash the top two cards of your deck. Dann aktiviert sich mein Effekt vom Mega-Kabuterimon. Your turn, once per turn, when this Digimon deletes an opponent's Digimon in battle and survives, trash the top card of your opponent's security stack. Das ist ein Jokumon. Und dadurch, dass mein Herkules-Kabuterimon Piercing hat und den Kampf überlebt hat, wird ein Security-Check normal ausgeführt. 13.000. Das ist ein Karomon. Dann spiele ich noch für 3 ein Tentomon. On play, reveal the top card of your deck. If it's a green Digimon card, add it to your hand. Otherwise, place it at the bottom of your deck. Das ist ein Palmon, ich darf es auf die Hand nehmen. Hm. Okay. Ich ziehe. Raise mein Gabumon. Ich greife dein Security Stack mit Dragmon an. Mega Kabuterimon, 7000. Ich spiele Deathclaw. Mein Gabumon ist weg. Dadurch aktiviert sich der Effekt von Pavumon. Ich trash die obersten 2 Karten von meinem Deck. Und dein Phantomon ist weg. Nein. Und dann spiele ich noch ein Demo-Digimon für 2. Unsuspender. Ziehe. Razor. Herkules Kabuterimon greift mit 13.000 die Security an. Das ist ein Elegmon, 5.000. Dann spiele ich für Palmon greift die Security an. Elegmon, 5.000. Dann spiele ich noch für 3 ein Tentomon. On play effect, ich darf mir die oberste Karte meines Decks angucken. Wenn seine grüne Digimon-Karte ist, darf ich sie auf die Hand nehmen. Andernfalls geht sie unter das Deck. Needle Spray kommt unter das Deck. Dann bin ich dran. Ich ziehe. Ich fetche ein Pavumon. Ich digivolve auf Gabumon für 0. Ich ziehe die Karte. Ich spiele noch eine Deathclaw. Mein Demi-Digimon ist weg und auch wieder ein Tentomon. Und dann spiele ich noch ein Net für 2. Unsuspend. Draw. Hatch Mortimon. Mortimon wird zu einem Palmon. Zieh. Herkules Kabuterimon mit 13.000 in die Security. Ein Demi-Devimon. Und dann spiele ich für 4 noch ein Togemon. Mhm. Ich ziehe. Raise. Mhm. Ich greife mit meinem Gabumon dein Security Stack an. Quagamon 6000. Ja, ist mein Gabumon kaputt und wegen dem Pagumon muss ich die obersten 2 von meinem Deck trashen. Ich kann aber auch mein Mat suspenden und dafür noch ein Memory kriegen. Und dann spiele ich noch ein Elegmon für 4. Unsuspend, Draw, Raise und Herkules Kabuterimon geht für Game. Ich beginne. Hatche ein Pagumon. Pagumon wird zu einem Gabumon. Ziehe. Und für 2 spiele ich noch ein Demi-Devimon. Alles klar. Ich ziehe. Ich hatche ein Mortimon. Ich digivolve auf Tentomon für 0.
ziehe eine Karte. Ich spiele ein Izzy für 2. Und ich spiele ein Floramon für 2. Draw. Ich raise nicht. Demi-Devin greift die Security an. Paimon 2000. Überlebt. Für 2 digitiere ich auf Yukumon. Ziehe. Und für 3 auf ein Veragarumon. Ziehe. Ich ziehe. Ich greife mit Floramon dein Security Stack an. Gabumon 2000. Und ich spiele für 4 ein Kunemon. Unsuspend. Draw. Demi-Devimon greift die Security an. Ein Kuwagamon für 6000. Und ich digitiere für 4 auf Kreskarumon. Devimon 4, Demi-Devimon 4000. Mhm. Ich greife mit Floramon dein Security Stack an. Drakmon 2000. Mhm. Und ich spiele noch ein Kunemon für 4. Okay. Ziehe. Razor. Kreskarumon greift dein Kunemon an. Gabumons Effekt von Attacking triggert Draw One Card, dann Trash One Card. Ziehe eine und Trashe Kyukimon. Mhm, mein Kunemon besiegt. Dann nutze ich den Digiburst Effekt von Kreskarumon für Digiburst 2. Kann ich ein Level 3 Purple Digimon von meinem Trash spielen? Ich wähle Demi-Devimon. Demi-Devimon, beziehungsweise ich spiele für 1 noch eine Deathclaw. Zerstöre mein Demi-Devimon, um dein Kunemon zu zerstören. Und spiele dann. Nutze ein zweites Mal den Digiburst-Effekt. Schmeiße Veragarumon und Gabumon weg. Hole mir. Drakmon. On-Play-Effekte werden nicht negiert. Dementsprechend aktiviert sich der On-Play-Effekt. You may return one purple option card with a memory cost of 1 or 7 from your trash to your hand. Ich wähle die Deathclaw. 3 Eingabungen. Okay. Ich restende. Ziehe. Ich hatche ein Mortimon. Digivolve auf Palmon. Ziehe Karten. Ich spiele Needlespray für 2. One of your opponents. Suspend one of your opponent's Digimon. Ich wähle Drakmon. Wenn ich aktiviere meinen Izzy, damit kriege ich wieder ein Memory zurück. Und jetzt greife ich mit Floramon deinen Drakmon an. Dann greife ich mit Tentomon noch deinen Security Stack an. Deathclaw. Security Effect, delete one of your opponent's level 4 lower Digimon. Ich nehme das Floramon. Mhm. Und dann
kriege ich noch einen Kunemon für 4. Unsuspend. Ziehe. Hatche einen Paromon. Paromon wird zu einem Elegmon. Spiele für 2 noch einen Met. Kraskarumon greift deinen Tentomon an. Dann spiele ich für 1 noch meine Deathclaw. Zerstöre meinen Garumon, um deinen Kunemon zu zerstören. Aktiviere noch den Met, kriegt einen Memo wieder, da eins meiner Digimons deleted wurde. Und spiele für 4 noch einen Elegmon. Paimon deinen Security Stack an. Den Devimon 4000. Mhm. Und dann spiele ich für 5 Elektroschocker. Return one of your opponent's suspended Digimon to its owner's hand. Trash all of the Digivolution cards that of the Digimon. Ich nehme Kreskapumon. Ja, und dann ist wieder. Unsuspend. Draw, Race. Dann greift Elegmon deine Security an. Needle Spray. Activate this card's main effect, then add this card to your hand. Suspend one of your opponent's Digimons. Ich nehme das andere Elegmon. Dann spiele ich für 3 noch einen Dragmon. On play effect, return one purple option card with a memory cost of 1 or 7 from your trash to your hand. Ich wähle Deathclaw. Ich hatche einen Mortimon und dann spiele ich einen Kuvagamon für 5. Unsuspend. Draw. Hatch Paromon. Paromon wird zu einem Elegmon. Ziehe. Dann greift Elegmon die Security an. Er ist ein Paromon. Paromons und Deletion Effekt. Ich trash die obersten 2 Karten von meinem Deck. Elegmon, Angriff Security. Er ist ein Lilimon. Aktiviere jetzt nochmal meinen Mat, bekomme mein Memory und Dragmon geht für den letzten Angriff. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und euch die Starterdecks ein bisschen näher gebracht. Ich finde, beide Starterdecks spielen sich sehr angenehm, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass Grün hier ganz klar sozusagen die Nase vorn hat und da dieses Deck ein bisschen ja, besser, stärker konzipiert wurde. Selber hat halt günstige Digitationskosten, hat eigene, ich nenne es mal Such-Engines, wie zum Beispiel das Tentomon oder auch das Lilimon. Günstige Digitation hat halt viele Möglichkeiten, den Gegner zu suspenden und die eigene Power zu erhöhen, was natürlich sehr, sehr stark macht. Und gerade hier, wenn man 2 Starterdecks hat von dem Grün, denke ich, dass man gerade als Anfänger auch ein sehr solides Deck hat, was man gut ausbauen kann. Das lila Deck kommt auf jeden Fall sehr gut, finde ich, mit seinem Thema zu tragen, dass viele Karten in den Trash sollen, dass wir Karten aus dem Trash spielen, dass wir gerade auch mit günstigen Digimon angreifen und einfach unser Board zuspammen. Bin aber ansonsten der Meinung, dass das Deck alleine nicht gerade in seiner Urform, wie wir es hier haben sozusagen, wie soll man sagen, dass es nicht oder sehr schlecht nur den Spagat schafft zwischen ich möchte viele Digimon mit geringen Kosten ausspielen und eigentlich nicht so hoch digitieren, wie es die anderen Decks machen. Ein bisschen wird man hier belohnt mit Kreskarurumons Digiburst-Effekt, aber der Spagat kommt meiner Meinung nach nicht so gut. Auf der anderen Seite, wenn man sich ein zweites Deck davon holt, hat man auf jeden Fall auch ein solides Deck und auch gerade die Upgrade-Optionen sind nicht so teuer. Aktuell zumindest, was zum Beispiel das Promo-Metall-Garurumon angeht, eventuell Plutomon oder halt auch die Karten aus dem ersten Set, wie zum Beispiel das Devimon und Valmon, sind halt Karten, die man halt gut noch da reinkriegen kann und die auch nicht allzu teuer sind. Was meiner Meinung nach wirklich beiden Decks fehlt, sind halt wirklich die Blocker. Da hatten die ersten Starterdecks Grün, Blau und Rot einen definitiven Vorteil in meinen Augen. Die hatten halt Level 4er Blocker jeweils 4-mal drin und ich finde, das fehlt hier ein bisschen. Schwarz ist zwar eigentlich hier nicht Thema, aber gerade auch bei Schwarz, finde ich, merkt man das sehr, sehr stark, dass diese Blocker fehlen. Das ist natürlich auch etwas, was man beachten muss.
Und gerade für diese 5000er ein Digivolve-Cost-Blocker, dafür lohnt es sich schon, zweimal das Deck zu holen. Muss aber jeder selber wissen. Unterm Strich finde ich beide Decks sehr solide, gerade für Anfänger, wenn man sich wirklich zwei davon holt, hat man zwei solide Decks, die Spaß machen, eine eigene Strategie haben und einen zumindest einen guten Eintritt in das Digimon Trading Card Game bieten können. Und ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut und beim nächsten Mal gibt es dann das lila Starterdeck gegen das schwarze Starterdeck. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!